3. Lass mal wieder einen schwingen lassen. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. So witzig war das nicht. Ja, keine Ahnung, das hat mich jetzt überrascht irgendwie. Mount Your Friends Spezialfolge. Es sind nur Bram und ich am Start. Jetzt sagt ihr direkt, das ist ja irgendwie öde. Aber wir haben uns gedacht, wir nutzen die Chance wie bei der Blobby Volley Folge vor kurzem, um über ein bestimmtes Thema zu reden. Und das Thema heute ist Hype. Hype. Alles wird gehypt. Hyp Holland. Ja, genau. Hyp Holland, Hyp. Ja, das war, wobei, ist eine gute Frage. Boah, Wortherkunft. Wir hätten uns voll vorbereiten können mit Wortherkunft und so weiter und so fort. Oh. Aber ja, haben, das haben wir natürlich nicht. Deswegen, ja. Hype, ja, also ich habe das Gefühl, dass in der letzten Zeit relativ häufig Hype genutzt wird, Hype erzeugt wird, vor allen Dingen um Spiele jetzt, also und die Spiele dann häufig nicht erfüllen, was durch den Hype quasi gedacht wird. Gute Beispiele sind meiner Meinung nach Titanfall, Destiny und Watch Dogs. Ja, bei Titanfall war ich ja extrem gehypt. Lol, ich häng fest. muss man ja mal ganz klar sagen. Ich meine, bei Titanfall, ich bin ja mega auf das Spiel abgegangen und dann kam man halt raus und dann haben wir 10 Runden gespielt und dann, ja. Okay, ja. War halt. So, das war Titanfall, vielen Dank. Da bin ich ja auch Opfer der ganzen Sache geworden. Der einzige von uns, der da echt ganz cool geblieben ist bei dem Spiel, war Jay immer. Warte mal. Wollen wir Rampe bauen? Aber ich muss auch sagen, manchmal ist es halt auch einfach cool, so bei so einem Hype mitzumachen. Oder wenn man dann halt ein Hype-Spiel hat, dann aktuell dann doch irgendwie, ja, ich sag mal, nicht enttäuscht zu werden. Was ich immer ganz cool finde, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so anfällig für diese ganzen Geschichten, ist halt, ich mag Vorfreude total gerne. Ich mal mir dann immer aus, was so alles sein könnte, finde das alles super geil und so und freue mich maximal drauf. Diese Zeit der Vorfreude, die genieße ich immer so ein bisschen, weißt du? Ja, kann ich nachvollziehen, ist auch geil. Ist definitiv richtig geil. Gibt ja genug auch Spielebeispiele. Ich erinnere damals an vor unserer YouTube-Zeit Gothic 3. Also ich weiß noch, wie wir bei dir oben damals im alten Zimmer saßen, in Weeze, und die Collector's Edition dann endlich ankam und wir voll darauf abgegangen sind. Oh ja. Weißt du, ich hatte ja damals auch das ist, glaube ich, die erste Collector's Edition gewesen, die ich mir gekauft habe. Oder die zweite oder so. Auf jeden Fall habe ich nicht viele besessen in meinem Leben. Wo auch so eine Kette dabei war, die ich halt auch ewig getragen habe und so am Anfang. Weil ich die halt mega fett fand, einfach nur weil die halt von Gothic ist, weißt du. Und sag mal, das Spiel hat einfach scheiße. Ja, ich muss halt einfach mal leider genau so sagen. Es gibt natürlich auch Spiele, wo man total krass gehypt ist und es ist dann auch wirklich geil. Das ist allerdings das sah cool aus. Das ist die totale Seltenheit eigentlich. Aber woran ich mich halt erinnere, ist MW2. Da waren wir mochten ja schon MW1 relativ gerne. Also MW1 haben wir ja immer total gerne gespielt. Und um MW2 gab es ja auch diesen Ultra-Hype einfach nur. Das war ja jeden Tag auf den News-Seiten zu finden. Und dann gab es halt die Skandale da drum mit der Flughafenszene und solche Geschichten. Und jeder Mensch hat nur über MW2 geredet. Ey, es war so krass. Und wie wir dann halt wirklich nachts um 24 Uhr, da haben wir die Spiele ja nicht irgendwie bekommen oder so. Wir haben es alle bei Steam vorbestellt. Ich glaube, das war eines der ersten Steam-Releases, wo wir dann wirklich nachts da gesessen haben und wie die Behinderten auf F5 gedrückt haben, bis man endlich runterladen konnte. Da haben wir echt die Nacht zum Tag gemacht. Und das hat natürlich Stunden gedauert. Und und voll der geile Move, wa? Ja, das kommt schon einiges. Also es hat Ewigkeiten gedauert und alle sind halt ausgerastet in TS. Also es war ja auch noch vor unserer YouTube-Zeit. Das weiß ich auch noch total. Und ja, muss man überlegen, wir hatten ja schon, keine Ahnung, 500 oder 600 Stunden, bevor wir mit YouTube angefangen haben. Ja, genau. Oh, Lord. Shit. Wie geil das aussah, nur. Oh, scheiße. Und das Krasse ist, dann haben wir halt angefangen auch zu zocken und boah, das ist das beste Spiel aller Zeiten und so weiter und so fort. Und ja, wir zocken es halt immer noch. Also manchmal funktioniert es halt wirklich. Also häufig sind ja eigentlich die coolsten Spiele, wo man gar nicht damit rechnet und dann so geil überrascht davon ist, dass das einfach nur cool ist. Aber bei dem war es halt wirklich so, der Hype war da, der Hype ist real und es war halt wirklich fucking awesome. Aber ja, negative Beispiele gibt es da halt auch
ohne Ende. Und dann ist halt immer die Frage, also ich habe das Gefühl, so langsam wird das nicht mehr funktionieren. Ich meine, die Firmen machen den Hype ja absichtlich. So wie Watch Dogs beispielsweise, die E3-Demo, die, ja, klar, über die immer gesprochen wird, logischerweise in dem Zusammenhang, weil das Spiel halt überhaupt nicht so aussah wie in den ursprünglichen Demos. Ja, das ist halt eine, das finde ich halt auch eine Frechheit. Ich finde, ganz ehrlich, das ist eine maximale Frechheit, ohne Spaß. Ich meine, ich fand Watch Dogs war okay. Ich meine, ich habe mich ja auch mit am meisten darauf gefreut. Oh shit. aber sowas zu veranstalten ist für mich tatsächlich, für mich eigentlich schon fast illegal. Das ist für mich Kundenverarsche. Ja, das ist voll der Betrug eigentlich. Und da kann mal halt keiner erzählen, ja, das war ein Versehen oder so, weißt du? Ja, ups, weißt du? Ich meine, okay, bei ein, zwei Kleinigkeiten denke ich mir noch so, okay, kann ja mal passieren. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, muss das Spiel schon so aussehen, wie es dann präsentiert wurde. Ja, auf jeden Fall. Und das Schlimme ist halt, meiner Meinung nach, dass es halt funktioniert. Also Watch Dogs war das am besten, oder hatte den erfolgreichsten Start aller Ubisoft-Titel überhaupt. Hat in den ersten 24 Stunden halt, weiß ich nicht, wie viele Einheiten verkauft. Und genau das gleiche mit Destiny auch. Riesig krass gute Verkaufszahlen. Obwohl, als dann die Reviews rauskamen, hat man halt dann schon gesehen, genauso wie bei Watch Dogs und bei Destiny auch, so gut ist das nicht. Das sind jetzt nicht schlechte Spiele in dem Sinne, aber es ist halt so okay. Und für okay ging das vorher einfach zu krass ab. Ja, ich finde halt auch, für okay finde ich halt erstens auf Entwicklerseite komisch, dass man für okay tatsächlich 500 Millionen rausblättert. Dollar zwar und keine Euro, aber trotzdem. Und für das Budget frage ich mich dann auch auf der anderen Seite, wie viel ist da in Marketing geflossen, um den Hype zu produzieren und wie viel halt nachher in das Spiel? Weil, naja, wenn man sich Metacritic anguckt, das zweitschlechteste Spiel, was Bungie jemals gemacht hat. Ja. Das ist natürlich immer noch nicht schlecht, aber eine 73 erwarte ich halt nicht von einem 5 oder eine 74, nicht von einem 500 Millionen Dollar Budget. Ja, richtig. Sondern halt, keine Ahnung. Eine Offenbarung. Ja, irgendwas, keine Ahnung, schieß mich tot, was weiß ich, mit 500 Millionen Dollar kann man, dafür kannst du in den Weltraum fliegen, ja? Musst du dir mal reindrücken. Es gibt Staaten, die haben weniger Geld zur Verfügung, als das Spiel gekostet hat. Ich meine, man muss sich den Vergleich mal reinziehen. Das ist schon ziemlich krass, ja. Ich glaube, dass ein riesengroßer Batzen von dieser Summe in Marketing geflossen ist, um genau diesen Hype zu erzeugen. Aber wie gesagt, es ist ja auch so, dass das funktioniert hat. Und das ist halt das Traurige. Und da frage ich mich, ich finde, wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren extrem viele Negativbeispiele, was Hype angeht. Und ich frage mich, ob der Konsument das checkt und immer vorsichtiger wird. Boah, ich brauche auch so eine... Oh, scheiße, ich habe auf meiner Seite nicht so eine gerne. So eine zweite Rampe habe ich mir schon gebaut. Oder ob man immer wieder drauf reinfallen wird. Immer und immer wieder. Und es ist ein ewiges Ding. Das frage ich mich halt. Das ist echt eine richtig gute Frage. Vor allem, ich finde halt gerade, wer leider dafür ein Parade-Negativ-Beispiel ist, jetzt im großen Stil aktuell und in der nahen Vergangenheit, ist halt EA. Ich finde halt, die verwursteln aktuell irgendwie alle Marken, die haben, indem die aber trotzdem, die ich auch persönlich richtig geil finde, richtig geile Trailer machen. Ich habe mich zum Beispiel persönlich auf die Sims 4 wirklich gefreut. Muss sagen, ich finde es nicht so scheiße, wie es von allen gemacht wird. Auf keinen Fall. Aber Sims 3 war halt ein Riesenschritt von Sims 2 damals. Und Sims 4 ist halt dieser Schritt nicht mehr. Nee. Dafür, dass man sich auch mal geben muss. Ich gehe davon aus, dass die Marke für EA auch relativ wichtig sein wird, wenn man überlegt, dass 6 von 10 Spielen der meistverkauftesten Spiele auf dem PC Sims-Spiele sind. Ich glaube, es ist, glaube ich, nicht mal ein Fortschritt in dem Sinne. Ich glaube, es ist eher ein Rückschritt, oder? Ja, ist halt. Aber weißt du, keine offene Spielwelt, keine Ahnung, alle, also, und ja, ich weiß jetzt nicht, was da alles weggefallen ist. Also, ich habe ein Video gesehen, 83 Sachen gibt es wohl nicht mehr, die es früher gab, von der Spielmaschine bis hin halt zur offenen Spielwelt. Also, wirklich allen möglichen Scheiß haben die zusammengefasst. Alter, kannst du mal, so, jetzt. Geile Behaarung, by the way. So. Ja. Dankeschön. So, ja. Jawohl, ich wink nochmal. Und, naja, dann denke ich mir halt auch so, gerade so ein Unternehmen wie EA mit Maxis dahinter, da kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht die Ressourcen hatten, sowas zu bauen.
Und das ist halt dann immer schade, weißt du, da wird halt extrem viel Werbung gemacht. Die Trailer sind halt auch meistens richtig, richtig geil. Dann wird Let's Play-Werbung im Zweifel irgendwie genutzt. Und ja, unterm Strich hast du dann halt ein Spiel, was okay ist. Ist nicht scheiße, aber ist halt nicht das, was man sich vorher vorgestellt hat. Richtig. Aber ich meine, glaube, das letzte Hype-Spiel, aber das letzte Hype-Spiel, was tatsächlich nicht scheiße war und gehypt wurde, war, glaube ich, GTA, oder? Ja, glaube auch. Das war ja tatsächlich stark, sehr stark. Und ich freue mich auch auf die PC-Version. Wobei mich natürlich total ankotzt, dass die Next-Gen-Konsolen die Version früher bekommen als der PC. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Aber da hast du recht, ja. Es gibt halt so Unternehmen, von denen gab es früher mehr, aber es gibt sie immer noch, wo man immer noch blind kaufen kann. Und das ist Rockstar beispielsweise. Egal, was Rockstar macht, ich oder Naughty Dog. Das sind so, wenn ich höre, okay, das ist ein Spiel von denen, dann denke ich mir, das kann nur gut sein. Es ist unmöglich, dass das schlecht ist. Niemals. Ja. So. Egal, ob bei Rockstar beispielsweise, egal ob Max Payne oder Red Dead Redemption, die machen eigentlich nur geile Spiele. Und für mich bei Naughty Dog halt genauso. Aber man kann sich diesen Ruf halt auch verspielen, meiner Meinung nach. Viele sagen mit Sicherheit auch, oder haben immer gesagt, BioWare-Spiele kann man blind kaufen, in deren glorreichen Zeiten von Baldur's Gate und so. Damals gehörte ich definitiv dazu. Ja, BioWare war aber für mich immer so, ihren, BioWare-Spiel kaufen. Die haben sich ihren Ruf ja auch komplett zerstört. Ja, leider. Durch Dragon Age 2 und Star Wars, The Old Republic und solche Geschichten. Ich frag mich halt immer, wie sowas entsteht. Auf der einen Seite denke ich mir so, okay, so mega einfach mal eben so einen Topseller rauszumachen, ist halt nicht. Ja, verstehe ich. Auf der anderen Seite, wer ein richtig geiles erstes Spiel gemacht hat, verstehe ich auch, dass man Neuerungen machen muss, verstehe ich auch. Aber dass man halt so viel Bewährtes immer rausschmeißt, das checke ich halt nicht immer. Oh nein. Shit! Oh shit! Oh, jetzt habe ich ein bisschen Stress. Ich weiß es nicht, wie die Zerstörung dann immer vonstatten geht. Also, bei BioWare ja beispielsweise, keine Ahnung, die wurden ja gekauft, glaube ich, von EA. Und ab dann ging es so krass bergab einfach nur. Also, der Publisher hat da, glaube ich, schon Einfluss drauf. Ja, klar, das, sicher. Auch Microsoft hat beispielsweise schon mal Publisher gekauft und wie hießen die denn nochmal? Oh, ich habe den Namen vergessen. Die Age of Empires Macher beispielsweise von Ensemble Studios. Oh, Gott sei Dank. Sorry, ich musste mich gerade anstrengen. also man kann... Ja, man genau, kann Assembly oder so hießen die, oder? Hießen die Studio Assembly? Ja, genau. Also, ja. Wie sind wir denn jetzt von Hype da drauf gekommen? Ruf kaputt machen durch ein Hype-Spiel. Ja, richtig. Beispielsweise Diablo 3 war ja auch ein Ultra-Hype-Spiel. Und als es dann rauskam, alle so, boah, ja, das war jetzt nicht so gut. Allerdings mittlerweile, oh shit, die haben es aber mittlerweile krass verbessert, glaube ich. Also was ich noch gar niemandem erzählt habe, ist, dass ich Diablo 3 aktuell sehr stark auf meiner Xbox One genieße. Das macht so ultra viel Spaß. Also das zocke ich total gerne, während ich irgendwas gucke oder so. Und ich habe auch schon von PC-Spielern gehört, dass die vor allen Dingen seit dem Add-on so viel geändert haben. Loot 2.0 und dieses Echtgeld-Dingens weg. Nice. Das war... Also quasi Blizzard hat sich seinen Ruf wieder so ein bisschen nochmal geholt. Passt doch noch. Hearthstone soll ja auch ganz cool sein. Sehr erfolgreich. Hearthstone macht doch richtig, richtig Laune, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja. Aber ja, da war Blizzard auch ganz knapp davor, richtig viele Anhänger zu verlieren. Ja, das stimmt. Inklusive mir. Ich war ja auch immer ein ganz langer einer der Leute, der gesagt hat, Blizzard-Spiele kannst du dir echt immer geben. Naja. Obwohl ich zum Beispiel StarCraft ja gar nicht mag, war es trotzdem für mich immer so objektiv gesehen trotzdem ein gutes Spiel. Ein sehr gutes Spiel. Ja. Und da war auch mal so Diablo 3. ROS hat es dann bei mir wieder auch richtig rausgeholt, muss ich sagen. Heroes of the Storm hat mich persönlich nicht so gefesselt. Obwohl es jetzt mittlerweile auch released ist. Gibt's das denn schon? Ja, mittlerweile schon. Ah, okay. Wir haben zwei Runden damals gespielt, aber ich bin eher so der LoL-Verfechter. Jetzt kann man natürlich, das ist natürlich auch wieder Meinung, klar, aber
Ja. Welches Spiel ist denn gehypt worden letzter nochmal? Oder welches Spiel wird denn aktuell gehypt? Ich weiß das gar nicht. Tja, gute Frage. Das Hype-Spiel schlechthin war halt Destiny. Destiny ist draußen und ist in relativ. Also, halt auch ein gutes Spiel, aber halt auch enttäuschend irgendwie. Es ist halt irgendwie, man erwartet halt mehr. Was wird aktuell gehypt? Okay. Gute Frage. Also, so richtig Massenhype. Witzigerweise wird aktuell immer noch GTA 5 krass gehypt. Die Next-Gen-Version. Also, das ist halt total witzig, wenn du auf GameStar.de bist oder so und dann eine GTA 5-News kommt. Die hat mal eben locker, keine Ahnung, doppelt so viele Kommentare wie eine normale News. Einfach nur, weil es GTA 5 ist. Obwohl das Spiel schon draußen ist. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist schon ganz schön krass. Ja, stimmt. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass GTA 5 wieder sehr modding-freundlich sein wird auf dem PC. Ja, ich meine, man konnte bei den GTA-Teilen ja immer richtig viel Scheiße bauen. Oh ja, das war fucking awesome. Und ich glaube auch, ich persönlich bin zumindest fest überzeugt, dass Mods Spiele extrem nach vorne treiben. Ja, hundertprozentig. Weißt du, Minecraft, bestes Beispiel. Minecraft wäre sicher ein gutes Spiel, aber lange nicht so erfolgreich, wenn man das nicht modden könnte. Hundertprozentig, ja. Oder, wie gesagt, ich weiß auch früher Battlefield 1942 damals, wie lang wir hier gespielt haben, wie hieß es, Death Rally oder so eine Kacke hier, Death Race. Wie hieß das andere? Wie hieß das andere nochmal mit den damals modernen Maschinen? Desert Storm. Genau, Desert Storm, weißt du, wenn du dann halt richtig geil einfach mal, weißt du. Richtig geil, einfach mal scheiße. Richtig. Komm schon, so, einfach. Ja, sorry, inzwischen muss man sich halt doch nochmal ein bisschen. Oh Leute, oh Leute! Wow! Shit! Das wird das wird unmöglich. Mehr. Das mache ich nicht mehr. Ja, ich glaube auch nicht. Oh Mann, da habe ich ein bisschen viel Schwung gehabt. Dass okay. Halt so Sachen machen, dann Spiel weitertreiben können. Wir fassen es zusammen. Seid vorsichtig mit Hypes. Ich kann es verstehen, wenn Leute voll drauf reinfallen. Wir gehören ja auch dazu. Aber be careful. Vor allen Dingen vergesst nicht. Ja? Wenn Maxis SimCity versaut, dann seid nicht überrascht, wenn Sims 4 nicht so gut ist. Und einer der wichtigsten Tipps, bestellt keine Spiele vor, sondern wartet auf Feedback. Bis wir sie gespielt haben. Ja, genau. Zum Beispiel, wartet einfach, bis wir sie gespielt haben. Ja, genau. Und bildet euch dann eine Meinung. Vorbestellen ist immer saugefährlich, finde ich. Vorbestellen ist saugefährlich. Das Problem ist, ich bin leicht zumindest angehypt von COD. Da bin ich noch ganz easy. Die Sache mit nicht Frank Underwood, verdammt, wie heißt der Schauspieler? Kevin Spacey. ich bin so aus auf Cards fixiert einfach nur. So gut ist, spielt die Rolle. Genau, so geil, dass mir darauf einer abgeht. Also tatsächlich, das war so, oh ja, COD. Kevin Spacey ist dabei. Scheiße, das Spiel wird bestimmt geil so. In meinem Kopf schon wieder. Bestimmt ein Fehler, aber ich freue mich trotzdem. Ich bin sehr gespannt. Alles klar. Okay, das war unsere kleine Diskussionsrunde zum Thema Hype. Wir würden uns über Feedback freuen. Also vor allen Dingen, was ihr davon haltet, wenn wir ein bisschen quatschen über ein bestimmtes Thema und unsere Meinung dazu sagen, ein bisschen tiefer gehen und halt nicht nur unser typisches Motherfucker, Hype ist scheiße und dann war das Thema vorbei. das wäre halt ganz cool, wenn ihr das machen würdet. Kann man auch ganz gut über Daumen ausdrücken, seine Meinung nur mal so. Ansonsten genau. Danke ich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Haut rein. Tschüss.